Das ist die neue Musik von Katharsis, die wir gestern zum ersten Mal gehört haben. Und Katharsis, wir sehen's, sind ja auch unsere neuen Unlimited Wrestling Tag Team Champions. Kann man finden, wie man möchte, ist aber so. Tale, bitte begrüßt die neuen Unlimited Wrestling Tag Team Champions. Herbie Vara, Chris Titan, bitte begrüßt Katharsis. Sehr schön, dass Red Cat auf ihrem Shirt auch nochmal darauf hinweist, dass ihre Schützlinge jetzt die neuen Champions sind. Ja, wenn schon, denn schon, ne? Sie haben sich emanzipiert von ihrem ehemaligen Mentor Nicolas Groot, stehen inzwischen auf ihren eigenen Beinen. Ja, und der Erfolg scheint ihnen ja recht zu geben. Aber was wollen Katharsis jetzt hier? Katharsis stehen nicht auf dem Line-Up für heute. Wir haben jetzt kein Match, insofern ist mir nicht ganz klar, was sie hier jetzt möchten, aber warten wir mal ab, harren wir der Dinge, die da kommen, würde ich sagen. Ja, Victor, das ist eben Unlimited, das kennt man ja auch bei uns. Hier entwickeln sich die Dinge so schnell und so überraschend. Aber ich denke mal, ja, die drei werden uns jetzt gleich eine Antwort geben, was sie hier wollen. Ja, das Publikum wehklut. Zur Katharsis-Show. Wir haben's euch gesagt. 2023 ist das Jahr von Katharsis. Könnt das Unaufhaltsame nicht aufhalten. Oh, da gibt es wohl wenigstens zwei Jungs, die das anders sehen, Randall. Es wird spannend. Ja, die Surfer Boys, der Online-Surfer im Internet Martin Guerrero und der Wellensurfer auf den Weltmeeren Dominik Fischer. Ja, für die ist es ja gestern doch recht unglücklich gelaufen. Gut gelaunt scheinen sie trotzdem zu sein. Aber die Frage ist, was können sie jetzt Katharsis hier entgegensetzen? Wollen Dominik Fischer und Martin Guerrero vielleicht gleich ein Tag-Team-Match? Ja, sie sind ja gestern nicht ganz aus freien Stücken ausgeschieden aus diesem Match. Der Surfer Boy lässt sich auch ein Mikro geben. Interessant, interessant, interessant. Ja, Katharsis sind nicht so begeistert. Wir sehen hier das Gesicht von Herbie Vara. Der fragt sich auch wahrscheinlich, was soll das? Unaufhaltsam. Das habe ich irgendwie ein bisschen anders in Erinnerung. Also, wir haben gestern das erste Team rausgeworfen und dann waren wir kurz davor, das zweite Team, nämlich euch, rauszuwerfen. Und wenn sich jemand ein Titelmatch verdient hat, dann wohl die Surfer Boys. Tag-Team-Division, die es in Wrestling Deutschland gibt.
entsprechend begehrt und umkämpft sind eben auch die Tag Team Titel, die Herbie Barra und Chris Titani jetzt um ihre Hüften tragen. Ganz schön große Worte von euch beiden, nicht wahr? Ich hab dir gesagt, ich hole einen Tag-Team-Partner, mit dem man Gold verdienen kann. Große Worte von euch hört ihr hier. Aber wenn ihr euch so dermaßen die Kauleiste juckt, warum machen wir heute hier nicht nochmal ein Match? Ja, da hätte sicherlich das gute Turnier im Finale gar nichts dagegen. Okay, von mir aus. Oder? Match! Ja, okay, Martin ist einverstanden. Da braucht es keine vielen Worte. Ja, die Katharsis-Jungs offenbar auch. Moment. Dominik. Lass mal. Pass auf. Kann das sein, dass wir irgendwie in Unterzahl sind? Guter Punkt. Ja. Wenn es nicht jemand geben würde, der hier bei Unlimited dafür da ist, um den bösen Buben mal richtig die Fresse zu polieren. Wir wissen, was das heißt. Der Krampus ist auf dem Weg zum Ring. Ja, Marvin Guerrero hat sich jemanden gewünscht, dessen Job es ist, den bösen Buben mal so richtig einzuheizen. Ja, und das ist ja quasi die Arbeitsbeschreibung eines Krampus. Insofern, ja, ich würde mal sagen, bekommen wie bestellt. Hat uns ja gestern erst gezeigt, wie gut das bei ihm funktioniert, am Beispiel von Joshua Amaru. Wir haben auch gehört, zu Icebreaker wird der mysteriöse Ice King hier sein Debüt geben. Hat es wohl auf Krampus abgesehen, aber bis dahin ist ja noch ein bisschen Zeit. Und da denkt sich der Krampus wahrscheinlich auch wieder, so ein paar böse Jungs bestrafen. Das geht. Wow, den Krampus als Verstärkung, den möchte natürlich jeder lieber auf der eigenen Seite haben, als ihn zum Gegner zu haben. Ja. Aber irgendwas stimmt da immer noch nicht, oder? Ja, irgendwie geht das Ganze noch nicht so richtig auf. Ja, auf der einen Seite zähle ich 3 Wrestler, auf der anderen 4. Okay, ich glaube, damit können wir arbeiten, oder? Aber, ja, warte mal. Dominik, komm mal her. Ich muss mal zurück. Alter, 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3. Gibt es vielleicht irgendwie jemanden, wenn man den seinen Namen sagen würde? Wenn man seinen Namen sagt und der erscheint einfach, gibt es da vielleicht irgendwie, kann man das sehen? Dann sag doch einfach seinen Namen. Sag seinen Namen! I believe in Joe Hendry.
Ja, Thale glaubt immer noch an Joe Hendry. Okay, damit ist es offiziell. Wir haben ein 4 gegen 4 Tag Team Match. Und was ist das für eine Konstellation? Die Surfer Boys Martin Guerrero und Dominik Fischer mit dem Krampus, der jetzt nicht unbedingt der klassische Teamplayer ist, ja. Und dann noch Joe Hendry. Also diese drei gute Laune-Typen, ja, Joe Hendry, die Surfer Boys und Krampus im Team. Ja, und gute Laune haben auf keinen Fall Katharsis und die Wolves of the Sea. Wobei es gerade ziemlich gut für sie angefangen hat. Schurken unter sich, ja. Doppelter Dropkick von den Surfer Boys. Und doppelte Clothesline von den Kraftpaketen hier im Team der guten Jungs, sag ich mal. Ja, okay. Für das Team rund um die Surfer Boys ist der Start doch schon mal ganz gut gelungen. Dominik Fischer, der scheint jetzt hier der offiziell erste Mann im Ring zu sein, gemeinsam mit Herbie Wara. Reversal. Da taucht der Surfer Boy unter Herbie Wara durch, aber kommt geflogen, holt ihn hier mit dieser Body Press von den Beinen. Wechsel mit Martin. Ja, die geölte Maschine der Surfer Boys, die funktioniert auch an Tag 2 von Rustyville wie am Schnürchen. Hervorragende Double Team Action, die uns die beiden hier präsentieren. Es sind Schüler und Lehrer, die wir da gemeinsam im Ring sehen. Was sollte man anderes erwarten? Die beiden sind einfach perfekt aufeinander eingespielt, aber... Das erste Cover, ja, das geht aber nur bis 2. Das wäre natürlich auch ziemliches Problem für jeden von diesen Männern, wenn sie hier die frisch gebackenen oder einen der frisch gebackenen Tag Team Champions finden können. Oh, jetzt kommt der Krampus zum ersten Mal in den Ring, also offiziell in den Ring in diesem Match. Clothesline gegen Herbie Wara. Natürlich die Kraft- und Power-Vorteile ganz klar auf Seiten des Krampus. Aber wir haben ja gestern am Beispiel von Pete Bouncer gesehen, dass Herbie Wara ja auch einen größeren, kräftigen Mann komplett niederringen kann. Oh, apropos groß und kräftig. Das nennt der Krampus hier, Christi Tan. Wahnsinn. Ja, und da macht Titan noch Bekanntschaft mit dem Ringpfosten. Schulter voraus. Herbie Wara muss offenbar gleich hinterher. Oh, ein unschönes Bild. Besonders aus der Sicht von Herbie Wara. Wow. Ja, da geht es noch tiefer in die Ringecke. Und wow. Da wird die Schlingpflanze von Unlimited Wrestling plötzlich zur Kanonenkugel gegen den eigenen Partner. Cover gegen Chris Titan, 1-2, aber der Titan, der Koloss aus Leipzig, befreit sich noch einmal. Der Joe Hendry, der streckt schon den Arm aus, der möchte auch gerne in die Action eingreifen. Wechsel von Krampus mit Joe Hendry. Ja, und das Publikum, sie glauben an diesen Mann, Joe Hendry. Kick gegen Chris Titan. Ja, Joe Hendry ist ja auch als The Local Hero bekannt und hier ist er heute Abend, der Held von Thale. Ja, man braucht nur seinen Namen rufen und schon ist er zur Stelle, wenn man ihn braucht. Und da fertigt er gleich noch Askelat Gormsam ab und Markus Moner ebenso. Joe Hendry, der räumt hier mal einen Gang auf. Ja, Helikopter, Body Slam gegen Herbie Wara. Macht hier Joe Hendry einmal sauber die komplette gegnerische Mannschaft abgeräumt. Er ist der Answer und er hat auf alles, was ihm das gegnerische Team hier entgegenzusetzen hat, auf jeden Fall auch eine Antwort parat. Ja, sehr schöner Kranich-Kick hier von Joe Hendry. So, jetzt will sich Dominik Fischer wieder anmelden. Und ja, irgendwie die Wolves of the Sea und Katharsis, die sind ja noch gar nicht so richtig in dieses Match gekommen. Ja, Joe Hendry versichert sich, ihr wollt den Surferboy, ja dann gibt es den Surferboy. Aber da ist oh, Red da Cat. Greift Red Cat ein. Und ja, Herbie Wara ist auch schon zur Stelle, während der Ringrichter abgelenkt ist. Und jetzt soll der Koloss aus Leipzig hier die Drecksarbeit erledigen für sein Team.
unterwechseln mit Herr Vivara. Ja, der hat ja auch gerade die Anweisung gegeben, wenn du das gesehen hast, beim Rausgehen. Und jetzt soll der Surferboy hier die Doppelteam-Aktion einstecken und die geht durch. Cover 1, 2. Surferboy kommt nochmal raus. Ja, er zeigt es einem. Nee, in mir steckt immer noch Luft. Ja, Vivara. Erbarmungslos setzt er nach. Aber der Surferboy versucht hier dagegen zu setzen. Natürlich das Publikum wie ein Mann hinter dem Surferboy. Seit Tag 1 ein unglaublich beliebter Wrestler hier bei Unlimited Wrestling. So, Herr Vivara setzt die Krawatte an. Wieder der Wechsel mit Chris Titan. Double Team Action. Ja, bilde ich mir das ein oder werden die Wolves of the Sea hier gerade so ein bisschen außen vor gelassen? Sieht so aus, als ob Katharsis mehr so ihr eigenes Ding machen. Katharsis haben natürlich auch allen Grund, hier ihr eigenes Ding durchziehen zu wollen. Katharsis wollen und müssen sich ja beweisen als natürlich. Tag Team Champions. Und die wollen ja auch nicht, dass irgendjemand sich hier in diesem Match so profilieren kann, um dann selbst Anspruch auf den Title Shot zu erheben. Und der Surferboy macht sich lang. Da werden ihm gleich drei Hände entgegengestreckt. Aber mit dem Wechsel, das wird noch nichts. Denn Chris Titan ist schon wieder zur Stelle. Aber der Surferboy taucht unter den Beinen ab. Boxsprung über Titan. Jetzt Wechsel mit dem Krampus. Ja, da hat der Krampus nur drauf gewartet. Der räumt jetzt hier mit allen im Ring auf. Aber da fängt er sich hier die Double-Team-Action von Katharsis ein. Aber doppelte Clothesline vom Winterdämon. Oh, jetzt will er doch wohl nicht etwa uns einen doppelten Chokeslam zeigen. Tatsächlich. Dann wird er einfach mal rausbefördert. Herr Vivara auch. Ja, und jetzt kommen die Surfer Boys noch mit dazu. Oh, 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 was soll das jetzt werden? Und ja, die fliegen erstmal auf die gesammelte Allianz hier aus den Wolves of the Sea und Katharsis. Beim Kegeln würde man sagen, alle Neune. Oh, jetzt sollen die Schwergewichte fliegen, wie es aussieht. Es gibt ja die Aufforderung von Martin, ihr beide. Ja, also die beiden Powerhouses, Joe Henry und der Krampus. Ich glaube, der Krampus sieht ein bisschen unbeeindruckt aus, aber ja, er lässt sich drauf ein. Oh. Ja, so geht's natürlich auch. Schnappen sich einfach heute Surferboys, werfen die beiden aus dem Ring. Da werden mal Martin Guerrero und Dominik Fischer zum Menschlichen geschossen. Und die Kraftpakete im Ring. Die lassen sich das natürlich gern gefallen. Das nennt man Arbeitsteilung. Teamwork makes the dream work. Das gilt auch hier bei Rustyville. Ja, ich finde es auch ganz faszinierend, wie sich der Krampus hier in dieses Teamgeschehen einfügt. Das würde man ihm ja vielleicht nicht automatisch so zutrauen. Ja, ich glaube, wenn es gegen die erwähnten Bösen geht, dann ist der Krampus zu allen Schandtaten bereit. Funktioniert auf jeden Fall bis jetzt erstaunlich gut. So, Marcus Moner jetzt hier im Ring mit dem Krampus. Jetzt kommt auch Askeladd Gormsen mit dazu. Ist es jetzt die Zeit für die Wolves of the Sea, sich hier zu beweisen in diesem Match? 1-2, aber Krampus kommt raus aus dem Cover. So, der Wikinger wechselt wieder mit dem Pirate King. Ansatz zum Doppel-Suplex. Sehr schön gemacht. Cover von Moner, 1-2, aber Krampus kommt noch mal raus. Aber nicht mehr so sicher, wie man das vielleicht von Krampus sonst erwarten würde. Die letzte Aktion, die haben auch den Winterdämon schon ganz ordentlich zugesetzt.
Und man sieht auch Markus Monier, der hier mit seiner neu gefundenen Härte zur Sache geht. Knallharter Elbow Drop. Direkt ins Herz. Ins Herz des Winterdämons, du sagst es. Oh, aber der richtet sich einfach wieder auf. Ja, das sind eben auch diese mystischen Kräfte, diese Reserven, die ein Krampus besitzt. Ja, da richtet er sich schon wieder auf. Und Markus Monier, ja, der wechselt hier ein. Der sagt, was soll ich jetzt noch machen? Da soll jetzt der zweite Sieger zu Hilfe kommen, Asplat Gormson. Krampus muss in die Ringecke. Oh, jetzt soll es den Blutrausch geben. Eine der Trademark-Aktionen der Wolves of the Sea. Und der geht auch durch. Der sitzt. Wow. Oh, da hat Asplat Gormson all seine Kraft reingelegt. Eins, zwei. Ah, der Krampus kommt nochmal raus. Ja, die Partner vom Krampus, die sind natürlich da aufgeregt in ihre Ringecke. Die feuern ihn an, dass er endlich zum Wechseln kommt. So, Krampus wird aufgeladen von Gormson. Oh, das ist natürlich die denkbar ungünstigste Ringecke für Asplat Gormson, ja. Aber du siehst, ja, die Surfer Boys und Joe Henry sind natürlich fair. Anders als das andere Team. Die hätten das sicherlich ausgenutzt. Ja, aber es hilft den Wolves of the Sea im Moment auch nicht, denn für die sieht es jetzt beide ganz schön schlecht aus gerade. Da hat der Krampus beide sauber abgefertigt und jetzt will er den wechseln und da kommt Joe Henry zurück ins Geschehen. Und Joe Henry, der räumt hier erstmal auf. Follow-up Slam gegen Herbie Vara. Und gleich noch eine hinterher gegen Markus Monier. Wie Joe Henry sich auch immer rausdreht aus dieser Aktion, sodass er direkt bereit ist für den nächsten Gegner. Fantastische Ringübersicht. Und wie lange er ja dieses Schwergewicht des Titan hält. Absoluter Wahnsinn. Ja, und das Clubhaus Thale, die stehen wie ein Mann hinter Joe Henry. Oh, Spear von Asplat Gormson. Aber da ist auch der Krampus schon wieder zur Stelle. Swinging TKO vom Krampus. Fängt sich aber das Big Boot von Monier ein. German Suplex vom wow. Pirate King von der rauen Spree. Aber das Mati Guerrero. Abo-Button. Jawohl. Also ich komme hier kaum noch hinterher. Ja, die Action überschlägt sich. So, Martin beim Titan. Herbie Vara, der ist auch schon wieder auf den Beinen. Oh, gefährlicher Double Team Action. Vitamin DDT. Diese Aktion kennen wir von Herbie Vara. Schon so manches Match hat er damit entschieden. So. Aber Dominik Fischer ist noch auf den Beinen. Ja, der Original Surfer Boy, der steigt jetzt hier aufs oberste Ringseil. Kommt ein Surfer geflogen. Arschbombe auf die Allianz des Bösen. Und das Gute in Form des Surferboy triumphiert an dieser Stelle. Oh, ja, alles Gute kommt von oben. Ja, jetzt kriegt Titan dieses Schwergewicht. Oh, der will auch mal zeigen, oh, was er kann. Er will auch die Arschbombe zeigen. Das ist, oh, ja, kein Wasser mehr im Pool. Ja. Wo ein Chris Titan landet. Ja, da hat er vielleicht nicht allzu weit gedacht, ne? Dass die anderen ja auch einfach aus dem Weg gehen können. Ja. So, Titan, der rollt sich erstmal nach draußen. Die Gegner waren ein bisschen irritiert. Was war das denn jetzt? Ja. Cat ist nicht so begeistert. Ja, Cat, die schnappt sich hier die Tag-Team-Titel. Und, oh ja, Katharsis, die ziehen sich hier zurück. Ja, denken sich, ja, was sollen wir denn jetzt hier noch? Wir müssen uns nicht mit euch abgeben. Oh, okay. Also man hält sich offenbar für was Besseres. Ja, okay, man ist auch Champion, ja, aber... Und plötzlich sind hier die Wolves of the Sea in der Unterzahl. Doppelter Superkick von den Surfer Boys. Double Team Action.
Fisherman Suplex. Auch in der Doppelteam-Variante. Da kommt Martin noch hinterher mit diesem Kick. So wie es aussieht. Und jetzt die Powerhouses haben scheinbar auch noch was vor. Ja, die wollen hier noch ein bisschen Spaß machen. Wow, was für eine Kraftdemonstration. Dass der Ring noch steht. 1, 2, 3. Und die Gewinner dieses Matches, die Surfer Boys, Krampus und Joe Hendrick. Ja, und da feiert das ganze Clubhaus. Das Clubhaus alle steht wie ein Mann. Und es steht hinter Joe Hendrick. Es steht aber auch hinter dem Winterdämon und natürlich hinter unseren Local Heroes, hinter den Surfer Boys, die sich jetzt hier mit Joe Hendrick verbrüdern wollen. Kriegen sie auch den Krampus dazu? Das wäre natürlich eine Riesensensation. Der Krampus!